Die Arctic Shotgun wird den meisten von euch bekannt sein. Sie ist nach einem Helden der Kabale benannt, der die Sonne begehrte. Irgendwie gelang es ihm, sie zu erobern, und so wurde er der erste Imperator der Kabale. Durch ihn begannen die Kabale Welten zu erobern. Was mit Arctic passiert ist, ist unklar, aber wir wissen, dass nach ihm Kalus der nächste Imperator der Kabale wurde. Hallo ihr Lieben, ich bin Andy Edition und in diesem Video reden wir über die Geschichte von Kalus und den Sternenschleuser Raid. Du amüsierst mich nicht mehr, Kaor. Meine gefälligeren Gäste sind gekommen, um dich fortzuleiten. Aber bevor wir starten, möchte ich euch wieder mal auf den Destination Discord Server hinweisen. Es tut mir wirklich leid, dass ich in letzter Zeit so viel Werbung dafür mache. Aber umso mehr Leute beitreten, umso einfacher ist es, Spieler für Raids und andere Aktivitäten zu finden. Ich sehe mittlerweile täglich Hüter, die sich über den Server verabreden und gemeinsam zocken. Und das ist ein super Gefühl, so eine Plattform bieten zu können. In der Videobeschreibung und in den Kommentaren verlinke ich euch den Server. Schaut gerne mal vorbei. Aber jetzt kommen wir zu Kalus. Kalus ist der zweite Imperator der Kabale. Seinem Volk ging es gut. Er war ein gerechter Imperator und verteilte sogar Reichtum an seine Bevölkerung. Er liebte es zu feiern und war sehr lebensfroh. Vielleicht war auch genau das der Grund, wieso ihm einige diesen Ruhm nicht gönnten. Kalus wurde von seiner Tochter und 7 anderen Verrätern hintergangen und ins Exil auf seine prächtige Leviathan verbannt. Nach Jahren im Exil passierte etwas mit ihm. Zurzeit wissen wir nur, dass die Leviathan vor einer Wand aus Leere zum Stillstand kam. Ein rätselhaftes Ereignis. Kalus erzählt, dass nur ein Gott verstehen kann, was ihn dort draußen veränderte. Von diesem Tag an nahm Kalus sein Schicksal selbst in die Hand und reiste durch verschiedene Galaxien, um eine Armee aufzubauen. Sein Verlangen, das Kabalreich zurückzuerobern, wurde immer größer. Er stellte Prüfungen zusammen und forderte verschiedene Rassen im Universum auf, teilzunehmen. Wenn sich ein Volk weigerte, verschlang die Leviathan ihren Heimatplaneten. Da wir Hüter Gol, einen der Verräter von Kalus, besiegt haben, lädt er uns auch zu diesen Prüfungen auf seiner Leviathan ein. Natürlich bestehen wir Hüter die Prüfungen im ersten Destiny 2 Raid und zeigen Kalus dadurch, welche Macht wir Hüter mit dem Licht des Reisenden haben. Im zweiten Raid, wo wir gegen Argos kämpfen, helfen wir Kalus, seine Leviathan wieder funktionstüchtig zu machen. Denn sein Schiff hat den Vex-Geist, der Nessus transformiert hat, eingesaugt und deshalb funktioniert es jetzt nicht mehr. Im dritten und bisher letzten Raid von Destiny 2 treffen wir auf Val Ka'ur. Val Ka'ur hat nach Gols Tod das Kommando über die Rotlegion übernommen. Er erzählt uns im Lore-Tab von dem Fusionsgewehr Neid des Imperators, dass die Rotlegion den Reisenden für das Allgemeinwohl der Kabale einnehmen wollte, für ihre Heimatstadt. Er sagt auch, wenn Kalus nur einen Funken Würde besitzen würde, hätte er Gol beim Kampf gegen die Hüter geholfen. Doch stattdessen bewies er nur, dass er der Verräter war, für den ihn alle hielten. Val Ka'ur denkt, dass Kalus die Leviathan nicht verdient, denn sie ist eine große Waffe der Kabale. Und weil Kalus seinem Volk nicht treu ist, hat er auch kein Recht, diese Waffe zu nutzen. Die Rotlegion ist nach Gols Tod geschwächt und braucht neue Waffen und vor allem ein Schiff. Deshalb suchen die verbleibenden Kabale auf Merkur und den Mars nach neuen Ressourcen. Und Val Ka'ur selbst will mit einer kleinen Armee die Leviathan für die Rotlegion erobern. Und so kommt es, dass uns Kalus wieder um Hilfe bittet. Wir müssen im Sternenschleuser-Raid Val Ka'ur hindern, die Leviathan, diese mächtige Waffe der Kabale, einzunehmen. Im Grunde war es das auch mit der Story vom Sternenschleuser-Raid, aber die Geschichte rund um Kalus wird erst jetzt richtig spannend. Denn in den Lore-Tabs der verschiedenen Raid-Rüstungen für den Warlock, Titan und Jäger erzählt uns Kalus, was er mit uns Hüttern vorhat. Er möchte nämlich, dass wir den Heimatplaneten der Kabale für ihn zurückerobern, alte Schätze und Kriegsmaschinen finden, die die Rotlegion vergessen oder verloren hat. Er möchte, dass wir für ihn Wissenschaftler werden, um Geheimnisse verlorener Welten zu erkunden, neue Krieger auf seine Seite holen, und er möchte, dass wir diese Krieger ausbilden und in Kämpfen und Kriegen anführen. Jeder Hütertyp hat dabei eine spezielle Rolle.
Die Jäger sollen die Leviathan durch die Verteidigungstruppen seiner Heimatwelt und durch die Athenäumwelten in seinem Muttersystem steuern. Denn dort haben die Kabale vor langer Zeit ihre richtigen Waffen und Kriegsmaschinen versteckt. Carlos erzählt uns, dass die verschiedenen Legionen der Kabale, die wir in Destiny 1 und Destiny 2 getroffen haben, nur Standardkriegsausrüstung in unser Sonnensystem gebracht hat. Selbst er hat auf der Leviathan keine der mächtigen Waffen, die das alte Kabalreich besitzt. Die Jäger sind durch ihre schnellen Reflexe und natürlichen Instinkten genau die richtigen, um sein Schiff, die Leviathan, zu steuern und ihm so dabei zu helfen, seinen rechtmäßigen Thron in seiner Heimatwelt zurückzuerobern. Carlos erzählt uns auch, dass die Kabale sich unter dem Kommando von Gol verändert haben. Früher zu seiner Zeit haben sie Wunder erschaffen. Er redet von einer systemweiten Mobilität der 9. Brücke und von lebensspendenden Rotaugen. Und auch die Oxa-Maschine, die durch die Zeit blicken kann und von den Psions erschaffen wurde, zählt er dazu. Er sagt, dass die Kabale unter seiner Führung im Paradies gelebt haben. Sie hatten alles in ihrem Muttersystem. Heute ist die Rotlegion aber verzweifelt. Sie haben keine Kultur und wurden von einer Anfängerrasse besiegt, deren einzige Besonderheit ihnen von einem unfassbaren Wesen geschenkt wurde. Damit sind natürlich wir Hüter, der Reisende und unser Licht gemeint. Das ist laut Carlos nur passiert, weil die Kabale Gol gefolgt sind, einen Raufbold. Die medizinische Technologie und die Wissenschaft ist durch Gol lächerlich geworden und die Allmacht nur ein Spielzeug im Vergleich zu den Waffen, die sich in den Athenäumwelten befinden. Gol zerstörte Welten, aber Carlos eroberte und sammelte atemberaubende Technologie von verschiedenen Spezies in diesem Sonnensystem und er lagerte alles ordentlich archiviert in den Athenäumwelten. Nichts, das von Nutzen war, wurde zurückgelassen. Gedankengesteuerte Realitätszerstörer, transportable Weltenvernichter. Keine dieser Waffen wurde in der Roten Schlacht eingesetzt, als Gol versuchte, das Licht des Reisenden zu erobern. Was nur bedeuten kann, dass die Rotlegion diese Schätze verloren hat oder sie schon zuvor an einem anderen Ort eingesetzt hatte. Die Loyalisten, die Carlos persönlich in jeder Athenäumwelt stationiert hat, schweigen seit langer Zeit. Ohne sie wird es Lebzeiten dauern, um die Funktionen der Technologien wiederzuentdecken. Und genau dafür braucht er die Warlocks. Sie können die nötigen technologischen Meisterleistungen erbringen, um diese Welten zu finden und ihre Geheimnisse neu zu entdecken. Das Wissen, die Fähigkeiten und das Licht der Warlocks könnte industrielle und medizinische Macht in das Imperium zurückbringen. Aber auch nur, wenn dieses Imperium von einem wahren Imperator wie Carlos angeführt wird. Die Rotlegion mit ihm als Anführer hätten nicht den gleichen Fehler gemacht wie Gol. Sie hätten den Turm in der letzten Stadt nie zerstört, aus höherem Recht. Er sagt, dass wir Hüter die Rotlegion nicht wegen des Lichts besiegt haben. Denn Carlos hat das Licht schon vor unserer Zeit bekämpft. Es gibt nämlich Wege, es zu besiegen, auch ohne es für sich zu beanspruchen. Doch Gol und seine Rotlegion haben einfach vergessen, wie das geht. Nein, wir Hüter haben den Kampf gewonnen, weil wir trotz unserer Macht diszipliniert sind. Wir sind die größte Kampfkraft, die dieses System jemals gesehen hat. Nur mit wenigen Ausnahmen halten wir das, was wir im Kampf einnehmen. Die Rotlegion unter Gols Kommando konnte unsere Stadt für kurze Zeit einnehmen. Doch am Ende haben wir Hüter ihnen alles entrissen und sind nun stärker als jemals zuvor. Carlos denkt, dass die Titans perfekt dafür geeignet sind, die Armeen von seinem Imperium auszubilden und sie in den Kampf zu führen. Mit der Hilfe von den Hütern könnte Carlos alles wieder zurückerobern, was rechtmäßig ihm gehört, und sein Kabalreich erneut als Imperator anführen. Doch die Zeit wird knapp. Carlos erzählt uns schon, seit wir das erste Mal mit ihm Kontakt hatten, dass das Ende bevorsteht. Und nichts und niemand kann dieses Ende aufhalten. Es wird alles zerstören und nur ein spezieller Hüter wird das Vergnügen haben, an seiner Seite stehen zu dürfen, wenn er sich zurücklehnt und das Ende betrachtet. Doch bevor dieser Tag kommt, will er unbedingt mit uns seine Heimatwelt zurückerobern und die Athenäumwelten finden. Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass sich Carlos nicht mehr an den Namen seines Heimatplaneten erinnern kann. Die Heimatstadt wird aber in ein paar Lore-Apps Dorobattl genannt. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob ich den Namen hier richtig ausgesprochen habe.
Und noch ein wichtiger Punkt ist, dass die Entwickler von Bungie bestätigt haben, dass die Leviathan in Jahr 2 von Destiny 2 keine wichtige Rolle spielen wird. Somit können wir davon ausgehen, dass die Story rund um Kalus erst ganz am Ende von Destiny 2 oder vielleicht sogar erst in Destiny 3 fortgesetzt wird. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr so nett seid und mich unterstützen möchtet, dann könnt ihr das machen, indem ihr unten eine Bewertung da lässt und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie euch die Story von Kalus bis jetzt so gefällt. Ich meine, Kalus ist ein Kabal, mit dem wir uns ja anscheinend verbünden. Es wird spannend zu sehen sein, was dann noch so passiert. Auf jeden Fall, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Andy Edition is back.